Boah, Leute, wir haben es ja mit dem echten Topspiel zu tun in dem zweiten Bundesliga-Turnier hier bei FIFA 17. Wir spielen den ersten FCN und mischen gegen Düsseldorf ran. Und die drehen sogar in ihren Heimtrikots auf. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, haben wir hier irgendjemanden, der... Markreiter, geht nicht, meine Güte, die sind total ausgepowert. Die sterben anscheinend. So, Kirschbaum holen wir rein, Schäfer geht raus für Teuchert. Ansonsten ja Kempe, gewechselt von Darmstadt. Spielt man neben Behrens. Was macht Sally da? Den bringe ich mal für Silvester. Den hatte ich auch mal in meiner Darmstadt-Karriere drin in FIFA 16. Mittlerweile nicht mehr. So, das ist meine Startaufstellung. Los geht's! Los geht's in das bunte Treiben. Ich meine, das ist jetzt auch der sechste Spieltag und man sieht hier Instagram. Oder ne, das ist Snapchat. Snapchat und Instagram. Ja, vor einem Jahr war Snapchat noch gar nicht so beliebt. Oh, fast die Zielscheibe. Aber gut, wir müssen uns auf Wichtigeres konzentrieren. So, Topspiel. Oder ja, das kann gut sein, dass es eine englische Woche ist. Wobei, kann eigentlich gar nicht sein. Oder? Okay, es ist doch die englische Woche. Ja, sechster Spieltag, vierter Spieltag war auch eine englische Woche. Und komischerweise hat der Gegner Anpfiff, hat der Gegner Anstoß. Und das war, also wie gesagt, die Bundesliga hatte ihre englische Woche vom dritten zum fünften Spieltag. Und die haben sie jetzt vom dritten zum, nee, vom, auch was wollte ich dir jetzt gerade sagen? Ich bin komplett ungeordnet, merkt ihr vielleicht. Wird Zeit, da wieder was in Ordnung zu bringen. Ja, vom dritten bis zum fünften Spieltag hatte die erste Liga. Und ich hoffe, dass man mit Nürnberg irgendwie halbwegs gescheit spielen kann. Das war ja letztes Mal mit St. Pauli nicht gegeben. Hier kenne ich wenigstens einige Akteure. Oh, schade. Aber wenigstens ein Torschuss mehr als bei dem letzten Spiel, als ich St. Pauli gespielt habe. Das war clever herauskombiniert. Und mal schauen, was wir hier jetzt machen können. Oh, direkt daneben. Und es geht nicht weiter mit einer Ecke. Nein! Hier waren wir ja schon mal. Ist, glaube ich, das erste Stadion, das wir zum zweiten Mal besuchen. Aber Düsseldorf haben wir ja noch nicht gesehen. Ja gut, in der echten zweiten Bundesliga wäre das alles andere als ein Topspiel, weil Nürnberg hängt gerade im Keller irgendwie fest. Es gegen die sensationelle letzte Saison gar nichts ist. Und Düsseldorf, ja, gute Mittelfeldmannschaft, aber keine Aufstiegsambitionen. Die sind halt da vor 3 Jahren runtergegangen und dann ging es halt nicht mehr hoch. So spielt das Leben manchmal. Die traurigsten Melodien dieser Welt. Ah, Mist. Da hätte ich mir auch was anderes einfallen lassen sollen. Aber anders muss ja nicht immer gut heißen. Ich weiß gar nicht, bei welchem Spieltag sind wir eigentlich gerade in der zweiten Liga. Ich glaube, meines ist der achte. Ja, das sind ja immer 2 Spieltage vor der Bundesliga. Da ist der achte. Klingt 8 plausibel als Zahl. Insgesamt haben wir ja gerade mal 2 Tore gesehen. Eins von mir, eins vom Gegner. Im gesamten Verlauf dieses Segments von dem Let's Play. Ah, Mist. Mir fällt nichts ein. Mir fällt schlicht und ergreifend nichts ein. Ah. FC Nürnberg, alle. Oh. Oh. Ich hab schon gedacht, aber es kann's doch nicht sein. Kirschbaum.
Meine Nürnberger, die haben ja auch so ein richtig tolles Programm. Die müssen gegen Schalke, was ja eigentlich, also im Pokal, was ja eigentlich ihre Friends sind. Eigentlich treffen da zwei richtige Verlierer aufeinander, weil Schalke ist schwer in die Saison reingekommen und Nürnberg auch. Hat heute noch kein Mittagessen. Das macht mich wütend. Es macht mich wütend, wenn ich nicht essen kann. Ah. Aber gut, sehe es als spezielle Diät an. Bisher mehr oder weniger kein tolles Spiel. Oh, Vorsicht! Vorsicht! Oh, gut gemacht, aber der Ball ist noch heiß. Bringt den Ball nur raus. Ah, na warte, ich lasse ich nicht nach vorne spielen. Ah. Ich lasse denen keine Wahl. Ach Mist. Kombinationsfußball und wir haben das zweite Gegentor kassiert. Passt eigentlich perfekt zum Saisonverlauf für Nürnberg. Ja, da wird es auch direkt den Abpfiff geben. Oh meine Güte, wir müssen was tun. Ich muss zeigen, dass ich immer noch kompetent drauf bin. Habe ich das jemals bewiesen und die feuern immer noch ihre Leute an? Okay, ja, jetzt hört man es nicht mehr. Ja, wir hatten wenigstens einen Schuss aufs Tor. Das ist doch was, aber vom Ballbesitz her kann es deutlich besser sein. Und das zu Hause. Und ich nehme keine Veränderungen vor. Das würde ich auch ein bisschen erstaunen. So, und wir machen gleich weiter mit dem nächsten verdammten Fehler. Also ich bin einfach nicht mehr so gut drauf. Aber ich muss halt wirklich Gas geben. Ich muss wirklich morgen nochmal aufnehmen. Und dann soll es auch schon gut sein. Oder übermorgen. Morgen kann ich halt ein bisschen pausieren. Morgen ist nämlich Sonntag und da muss ich definitiv was für die Schule machen. Ja, unglaublich, was alles passiert. FIFA 17 Let's Play beginnt, neues Handy wird gekauft. Und da muss ich auch noch nebenbei was für die Schule machen. Ja, so ein langes Wochenende ist manchmal auch eher Fluch als Segen. So, jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Jetzt müssen wir nur noch richtig reinflanken und fast ein Eigentor, aber das war wahrscheinlich beabsichtigt, dass er den auffängt, den gute Rensing. Den wollte ich auch holen bei FIFA, bei meiner Darmstadt-Karriere. Hauptsache, wir verlieren bei Darmstadt nicht, das ist wichtiger. Ja, das war wieder so eine Art. Habe ich schon gedacht, meine Güte, ist das Spiel scheinheilig, dass es jetzt noch ein 2-0 macht, aber. Ja, ich gebe immer dem Spiel die Schuld. So, einfach mal was nach vorne versuchen. Ah. Ganz klare Situation. Jetzt nehmen wir mal mit einem nicht torlosen Unentschieden. Das wäre auch was, mit dem ich mich zufrieden gebe. Ah, wäre da noch an den Ball rangekommen, ich sag dir, euch hätte ich den umgebracht. Eiskalt hätte ich den umgebracht. Das kann es doch nicht sein. Ja, also ihr merkt, meine Konzentration lässt nach. Vielleicht nehme ich auch gar keinen Part mehr auf, vielleicht brauche ich einfach was zu essen und dann einen guten Schlaf. Wenn ich nach Essen schlafen kann. Voraussetzung Nummer 1. Machen wir mal einen Wechsel, das kann ja so nicht weitergehen. Wobei unsere Spieler tun eigentlich relativ wenig. So, Sepsi kommt raus für mal zentral defensives Mittelfeld rein. Der muss da unten verstärkt werden. Ansonsten passt das alles noch halbwegs.
Ja, Nürnberg, ein Absteiger aus dem Jahr 2014. Tut sich hier auch sehr schwer. Ja, der Club aus Nürnberg. Was war das mal für ein Club mit so vielen Meisterschaften? Und mittlerweile noch ein Fahrstuhlclub. Oh, Vorsicht! Oh. Oh Mist, der ist total belastet hier, der gute Kirschbaum. Belaste nicht den Kirschbaum. Och Mann, das ist doch einfach nur dumm und dämlich, was ich hier zusammenspiele. Das ist ja furchtbar. Aber wir hatten wenigstens drei Schüsse, also. Gut, im Gegensatz zu Düsseldorf, die hatten neun. So, spielen wir auf den Stürmer und dann auf jemanden, der unten steht. Oh, das sieht gut aus. Und was mache ich dann? Mache ich da gar nichts. Mist. Ich wollte auf den anderen Kerl da passen. Ich wollte es irgendwie spannend machen, aber nein. So, ich lasse mich nicht so einfach verarschen. Das nicht, meine Freunde. Ja, auf geht's, schnapp ihn dir, schnapp ihn dir, schnapp ihn dir. Nein, der ist zu schnell, der Düsseldorfer, der ist einfach zu schnell. So, Behrens hat sogar eine gelbe Karte bekommen. Oder bekommt sie jetzt? Jetzt gucken wir mal, wie Gisla, so nein, Isländer. Das sieht zumindest sein, auf jeden Fall nicht der Siegtorsson. Sieht ein bisschen so aus wie Aitekin. Och, was mache ich denn? Gebt dem Video ruhig einen Daumen runter, Leute. Das ist einfach nur peinlich, was ich hier mache. Wirklich, ich meine, das Gegentor, das war auch so dumm und dämlich. Wenn jetzt noch das 2-0 kommt, dann raste ich echt aus. Ja, damit helfe ich Nürnberg jetzt nicht so sehr. Bisher nur siegreich mit dem VfB Stuttgart und alles andere war gar nichts. Ja, aber ein paar Niederlagen macht ja nichts aus, also daher. Wir machen nichts aus. Ja, dann simulieren wir halt den Rest des Spieltages noch durch und dann werde ich eine weitere Runde aufnehmen. Ja, so ziehe ich das durch. Da dürft ihr staunen. Und Sandhausen ballert sich so ein bisschen den Frust weg. Wie Schalke in der Europa League halt. Ja, aber das wäre auch ein interessantes Spiel gewesen, aber so, das will ich nicht. Gleich zweimal gegen einen Club aus Niedersachsen, das ist auch sehr komisch. Wer entscheidet das? So, mal schauen. Wie viele Partien haben wir denn jetzt noch? Oh, wir haben noch einiges an Partien. Ja, ist also am Dienstag, also wir sind in der englischen Woche, das ist ganz klar. Also, was ich vielleicht auch noch mal klarstellen möchte, ist, dass ich eventuell auch mal zweimal hintereinander zu Hause spielen werde, wenn wir zum Beispiel einen Verein haben, den wir noch nie hatten und der halt jetzt praktisch ein Heimspiel hat, dann nehme ich das natürlich auch so an. Hier überlappt aber gerade ziemlich viel. Also die Vereine, die ich ausgewählt habe, spielen häufig gegeneinander. Wo ist Heidenheim jetzt eigentlich? Also die machen ja keinen so guten Eindruck, auch wenn die in der Liga viel besser sind. 14. So, in Kaiserslautern 15. Alles nicht so gut. Alles nicht so gut. Ja, das Donnerstagsspiel VfB Stuttgart gegen Hannover, natürlich ein Topspiel, ist jetzt uns leider entgangen.
Absteiger gegen Absteiger und wer gewinnt dieses Absteigerduell? Stuttgart. Hätte ich mir eigentlich auch fast denken können. So, kurzer Blick auf die Tabelle, bevor es dann weitergeht mit dem siebten Spieltag. Also nach 6 Spielen ist der SV Sandhausen an der Tabellenspitze. Aha, dann kommt Düsseldorf, dann kommt Stuttgart, dann Pauli und durch unser Versagen Nürnberg. Die Würzburger Kickers haben einmal gewonnen und sonst war bisher nichts. Aue überraschenderweise auf dem Relegationsplatz. Alle drei Aufsteiger komischerweise unten. Interesting. So Leute, dann gibt es beim nächsten Mal folgende Partie. Also wir haben jetzt Sandhausen gespielt, wir haben Union Berlin gespielt. Haben wir schon Union Berlin gespielt? Ah, das ist total, sowieso total das falsche Blatt hier. Hier geht's los. Nürnberg, das kommt nicht, das ist klar. Das ist Union Berlin gegen Würzburger Kickers Karlsruher SC. Heidenheim haben wir noch gespielt. Heidenheim gegen Dynamo Dresden ist die nächste Partie, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao. Und denkt immer daran, Freundschaft ist Magie. Das habe ich jetzt re relativ schnell entschieden und auch relativ schnell aufgesagt. Ciao. Halt die Ohren steif.